Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Oh, erstmal getankt. Ah, alter Schwede, ey. Ey, manche Leute haben so die Ruhe weg. Ich habe das leider nicht gefilmt. Da war so ein Opi vor mir. Der stand einfach 10 Minuten da vorne. Weil der wissen wollte, welcher Preis heute der niedrigste an der Tankstelle war. Und dann haben die sich einfach 10 Minuten darunter unterhalten, wie die Preisdifferenz von heute Morgen zu heute Nachmittag war. Und der hat die einfach nicht verstanden, Alter. Und der wollte das unbedingt wissen. Ich weiß nicht wofür. Spielt da sowas von keine Rolle. Schlimm, 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 schlimm. Ja. 14. Okay, ich starte das Aggregat. 3, 2, 1. Ist das deine Perle? Nein. Wird das deine Perle? Wird sich zeigen. Ist die 14? Nein. 12. Gerade aus der Grundschule noch abgeholt eben, ne? Ja, sehr. Wir sind anständige Leute jetzt. Vernünftiger Content bitte. Wer war süß? Ich würde sagen, die ist süß. Wer ist süß? Die in dem Koppel. Guckt schon voll. Seid doch nicht so. Sollen wir mal winken? Nein. Oh, komm. Guck mal. Oh, sorry. Ganz schön frech. Ganz schön frech. Anzeige ist raus. Warte ab, bis ich die neue hab. Warte ab, ich warte. Ja, also wenn halt alle klappt. Warst du jetzt schon gucken, die eine da? Ja, die Triumph habe ich mir schon angeguckt, die bin ich gestern Probe gefahren. Ja und? Erzähl mal. Oder erstmal deutlich schmaler als die R6. Ja. Und kommt tatsächlich ein bisschen besser aus dem Arsch. Okay. Ja. Was war das? Ja. Aber was war das? Eine Tausender? 675er. Okay. Also auch eigentlich nur 600er Segment. Ja, wie gesagt, ich kann dir nur sagen, die hier kommt halt erst bei 12.000, 14.000. Wie gesagt, wenn du irgendwann mal ein bisschen Feeling für Supersportler hast, kannst du hier mit mal Gas geben. Ja, wir können dann ja auch mal tauschen, dann kriegst du mal meine. Jo. Wie lange kennt ihr euch jetzt? Wie lange kennen wir uns jetzt? Eigentlich? Keine Ahnung. Sie guckt später. Alter, was? Das muss Liebe sein. Hör auf. Mann, ey. Ja, wir müssen wenden. Wie wenden? Wenden. Alter, sag das doch mal eher. Da lang oder da lang? Da? Okay. Wenn ich du wäre, würde ich mich an die Bushaltestelle setzen und den nächsten Bus nehmen. Aber lass den Schlüssel hier. Stimmt. Perfekt. Vergiss dein Handy nicht. Ich mach mich warm. Es ist sehr wichtig, dass man sich vor dem Motorradfahren warm macht. Gerade bei 30 Grad. Keine Ahnung. Wer zuerst den Motor anhat? Ich war schneller. Deine ist auch neuer, das zählt nicht. Ja, wir müssen jetzt übrigens wenden. Ja. Again. Och nö. Wende doch einfach schon mal. Was hältst du denn davon und warte da auf der anderen Seite? Oder nimm den Fußgängerüberweg. Wenn ich du wäre, würde ich den Fuß. Ist grün. Der Spasti macht das wirklich, ey. Du hast gesagt, ich soll machen. Och, schon wieder rot, echt. Dreh durch, Alter. Oha. Hauptsache Fenster aus dem Arm der Bre. Hallo. Der schämt sich. Klassiker. Ist das nicht der einzig wahre Bre? Bre. Bre. Das einzig wahre Reh. Auch.
Wir müssen gleich am Essen-Limbecker Platz noch einmal kurz auf die Jet. Ja. Guck, ob meine Kollegin da ist, wenn nicht, müssen wir noch kurz auf die warten und dann... Tipptopp, ich muss Akku wechseln, das passt. Perfekt, da kann ich tanken. Quetschen wir uns durch, ne? Ja. Genau, schon. Ist mir doch egal. Hey! Alter, ein einziger hebt den Arm, ey. Ich hab gedacht, jetzt kommt hier so eine richtige Laola-Welle oder so. Nö, da warst du sogar die richtigen Farben auf dem Moped. Ja, eben. Nächste Woche geht's zum Nürburgring. Yeah, yeah. Das wird so lustig und so super. Yeah, yeah, yeah. Du und dein Hinterrad, ey. Huch! Da sind sie. Oh. Hallo. Hi. Hi, Christian. Hi. Hi, Dieter. Hi, Christian. Hallo. Guten Tag. Schrei doch nicht so. Geh doch mal hier rüber, meine Fresse, ey. Mach jetzt mal Bluetooth an. Aber Bluetooth ist... Nein, nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Trainer verbinden. Tu das nicht. Bitte, bitte. Ja, aber das ist was anderes. Ja, ihr wolltet mich dabei haben. Sie haben da ein Loch in ihrem Auspuff. Krass, ne? Oh, da kommt jemand raus. Aua, aua. Aua. Das scheppert bis in den Helm durch, ne? Oh ja. Boah, ist die am Knarzen, ey. Geil, ne? Ja, ihr wolltet mich dabei haben. Mach mal aus, deins, er ist ja Katastrophe. Soll ich ehrlich rausgehen? Hab da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich geh was, einfach raus. Was ist denn hier okay, mit dem, Alter? Tschüss. Was ist das für ein Spacken? Boah, Alter. Ja, geil. Scheiße. Ja, alles gut. Hallo. Alles gut bei euch? Ja, alles gut. Alles gut? Boah. Okay, ich fahr mal eben rechts rüber. Ja, ich fahr mal auf den Bordstein hier drauf, dann kann das Auto hier hin. Ja, mach ich genauso. Oh, Junge, Junge, Junge. Ja, getroffen, ne? Ja, ja. War euch nichts passiert, oder? Nee. Nee, nee, alles gut. Also ihr seid hier reingefahren. Ja klar, ja, aber wegen dem Minifahrer. Ja. Der ist ein Minifahrer auf die linke Spur, er zieht einfach rechts rüber, weil er da war. Ich bin dann auf die linke rüber, wollte vor dem Mini wieder rein, hab auf die rechts geguckt, hab nicht gesehen, dass sie gebremst hat. Dann hat sie noch gerufen, Stopp. Aber zum Glück ist niemandem was passiert. Das ist die Hauptsache. Ja, andere Blinker halt, ne? Andere Kennzeichenhalterungen. Aber sie den Ausgriffen? Ja, und Griffe andere. Ich hab die aber auch erst ein halbes Jahr. Ich kann halt nicht beurteilen, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hab auch dich geachtet. Ich weiß nur, dass der Minifahrer, der 200 Meter vorher vor mir gefahren ist oder neben mir, der ist gefahren wie ein Depp. Mehr weiß ich nicht. Okay. Okay. Also ohne wieder dran stecken. Junge, der kann einfach den Nagellack drauf machen, das sieht aus wie neu. Das geht. Ja. Also hinten ist frei. Oh, alles klar, dann müssen wir, glaube ich, drehen. Nikos Beifahrerin packt ihn an die Nippel, Alter. Ich hab gedacht, die legen sich voll auf die Fresse, ey. Vor allen Dingen Sozius ist das ja nochmal eine andere Sache, ne? Ja. Wo lang müssen wir? Geradeaus oder? Ich hab keine Ahnung, ey. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Geradeaus, ne? Ne. Ich finde sie auch immer gut, wie sie immer so watschelt hier. Jo. Oh, deine sieht auch schön aus, ey. Ja, danke schön. Ja, deine so oder so. Allgemein, die Japaner haben was über. Oh, blau ist geil, ey. Was machen die denn jetzt? Ach du heilige Scheiße, boah. Der Junge, der hat auch keine Hemmungen, ne? Tja.
Mein Gott, ey. Ey, ohne Scheiß, meine Supermoto, die war schon ultra laut, ne? Ich hatte auch keinen DB-Killer drin, aber das Ding, ey, ich hätte voll Angst damit durch die Stadt zu fahren, ey. Wenn die Bullen dich rausziehen, kannst du schieben. Ja, ehrlich. Ah! Da ist er noch! Ey! Boah, Digga, hier war ich noch nie, ne? Ne? Hier ist echt gut, also hier kriegst du richtig geile Milchshakes. Leute, nur zum Verständnis. Der komische Mini, der kurz vorher neben mir war und mich quasi von meiner Spur gedrängt hat, den wollte der Kollege quasi überholen, weil der halt echt scheiße gefahren ist. Ja, und hat dann halt den Fokus auf den Mini gelegt gehabt, wollte halt wieder vor dem Mini rechts einscheren, hat aber nicht gesehen, dass auf der linken Spur das Auto gebremst hat und dann sind die halt da reingeknallt. Ich habe das selber halt gar nicht wirklich mitbekommen, weil ich halt so auf den Verkehr fokussiert war. Ja, so viel dazu. Gut, dass nicht mehr passiert ist. Ich muss aber auch sagen, hätte schlimmer ausgehen können. Von daher Glück im Unglück. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Fahrt ordentlich, baut keine Unfälle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein.